Ich für meinen Teil hole mir meine Informationen aus dem Netz. Und beim Surfen stößt man ja immer mal wieder auf Webseiten, die nicht ganz so seriös sind. Wie zum Beispiel die hier. Also habe ich mich mal mit der Website auseinandergesetzt und habe dabei festgestellt, dass sie Fake News verbreiten. Ich bin ehrlich, ich habe bis vor 2 Jahren das Wort Fake News noch nie gehört. Und ich hätte auch nie gedacht, dass gezielt gestreute Falschmeldungen auf Nachrichtenportalen ein Ding ist. Deswegen habe ich mich mal ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt und dabei festgestellt, dass es doch sehr weitreichend ist. Deswegen habe ich einen Termin mit Bernd Blöbaum vereinbart. Er ist Professor für Kommunikationswissenschaften hier an der Uni Münster und ich hoffe, er kann mir ein bisschen bei dem Thema helfen. Und auf dem Weg dorthin erkläre ich euch, woher die modernen Fake News eigentlich kommen und was hat eigentlich Trump damit zu tun. Ich habe ja bis vor kurzem immer gedacht, Fake News, das ist doch eine Erfindung von misstrauischen Bürgern. Die Phrase wurde dann dankend von Trump angenommen und zu einer Art Schlachtruf Trumps gemacht. Doch es fing alles ganz anders an, sogar ziemlich unerwartet. Alles begann weit vor den US-amerikanischen Wahlen in Veles, einer Kleinstadt in Mazedonien. Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen dort haben keine wirkliche Zukunftsperspektive und es herrscht eine hohe Arbeitslosenquote. Doch dann entdeckten sie, wie man mit Internetseiten, auf denen Fake News verbreitet werden, eine nicht unerhebliche Summe Geld machen kann. Das gibt zwar für einen Klick nur 1 Cent, aber bei 500.000 Klicks summiert sich das Ganze schon. Zudem bezahlt Google AdSense auch noch Geld für die Werbung auf den Seiten, zu denen man verlinkt wird. 2016 merkten sie, dass der Machtkampf in den USA ihnen die meisten und profitabelsten Möglichkeiten bot. Schließlich lasen nicht nur Mazedonier die Artikel über Trump, sondern eben auch Spanier, Deutsche, Holländer, Amerikaner. Man kann sagen, die ganze Welt wollte auf dem Laufenden bleiben. Und so stellten sie die ersten Fake News Artikel über Trump und Hillary Clinton zusammen. Dabei ist zu beachten, dass sie die Artikel meist nicht selbst schrieben. Sie tippten einfach nur Facebook-Posts ab oder nahmen bereits vorhandene Fake-News-Artikel und veröffentlichten diesen auf ihren angemieteten Domains, meist mit amerikanisch klingenden Namen wie eaglerising.com. Die Erfindungen über Clinton brachten nochmal mehr Klicks ein als die über Trump. Und so entstand eine Pro-Trump-Anhängerschaft, denen es gar nicht um Politik ging, sondern nur um die Klicks und das Geld, das sie damit verdienten. Auf das Ganze wurde übrigens Ende des Jahres 2016 ein BuzzFeed-Reporter aufmerksam, der mit Hilfe von Standortermittlung und Online-Recherche die Domains der Internetseiten enttarnte und die Spur nach und nach in die Kleinstadt Veles zurückverfolgte. Trump benutzte dann den Ausdruck Fake News in einem Tweet, in dem er sich über eine der Falschmeldungen aufregte. CNN behauptete, er würde trotz seiner Präsidentschaft auch weiterhin an seiner Fernsehsendung The Apprentice arbeiten. In den Tweet legte er dar, dass es sich um eine Falschmeldung, eben um Fake News handelte. Dann kam der Übergang zum Social-Media-Phänomen. Immer mehr Fake News wurden in TV und Magazinen geteilt und das führte zu Aufmerksamkeit, auch von Trump. Trump machte sich dann die gegebene Phrase zu eigen und benutzte sie fortan mehr oder weniger sinnvoll. Nach aktuellem Stand hat Trump das Wort Fake News etwa 174 Mal verwendet und das nur auf Twitter. Und so kommen wir an den Punkt, an dem wir heute stehen. Neben Trump benutzen auch viele seiner Anhänger diese Phrase. Zum Beispiel Paul Gosar. Dieser flüchtete vor einer CNN-Reporterin, die ihn mit unvorteilhaften Fakten konfrontierte, indem er das Wort Fake News rief und davonlief. Am Ende können wir sagen, Trump hat das Wort Fake News zwar nicht erfunden, ist aber so sehr geprägt, dass wir wohl dauerhaft seinen Namen damit in Verbindung bringen werden. Ja, ich sitze hier jetzt mit Professor Dr. Bernd Blöbaum. Er ist Kommunikationswissenschaftler hier an der Uni Münster. Wie sehr kann man der Presse mittlerweile noch vertrauen? Also die Untersuchungen, die wir unter anderem auch hier in Münster gemacht haben, liefern eigentlich kein desolates Bild, was das Vertrauen in die Medien angeht, sondern wir erkennen bei Befragungen, die wir bei Medienskeptikern machen, dass es an den politischen Rändern doch sehr kleine, aber vehement sich artikulierende Gruppen gibt, die den Medien nicht mehr vertrauen, die den Medien sehr skeptisch gegenüber eingestellt sind. Aber es gibt einen sehr großen Teil der Bevölkerung, die nach wie vor ein sehr hohes Vertrauen in die Medien hat. Und wenn man das über die Zeit sich anschaut, über die letzten 10, 15 Jahre, dann hat sich diese Haltung gegenüber den Medien, die Glaubwürdigkeit der Medien auch nicht geändert in den Augen der Leute. Also würden Sie sagen, dass es schon immer so eine kleine Gruppe gab, die den Medien nicht vertraut haben, oder ist das in den letzten Jahren erst mal stärker geworden, dass die erst ein lautes Organ bekommen haben und sich gemeldet haben? Letzteres ist sicherlich richtig. Wir haben heute eine sehr viel stärkere Artikulation. Auch durch die sozialen Medien, über das Internet können sich Leute, die den Medien kritisch gegenüber eingestellt sind, besser zusammenschließen. Sie finden bessere Resonanzräume und dann wirkt es so, als sei das Medienvertrauen jetzt heute geringer, als das vorher war.
Wenn wir aber uns das sozusagen zeithistorisch anschauen, dann hat es immer Menschen gegeben, die den Medien skeptisch gegenüber eingestellt waren. Das begleitet die Medien in ihrer historischen Entwicklung ständig. Also wir haben immer es mit medienkritischen Personen zu tun gehabt, die zum Teil ja auch gute Argumente haben. Es gibt ja an Medien auch etwas zu kritisieren. Viele Leute, vor allem die den Medien auch nicht mehr vertrauen, die schaffen sich ihre Informationen anderweitig. Und viele davon nun mal leider auch über soziale Medien wie Facebook und Twitter und Co. Und da wird nun mal auch einfach viel Schwachsinn verbreitet. Ist diese Art und Weise der Informationsbeschaffung der Leute komplett falsch oder gibt es da auch noch Sachen, wo man differenzieren sollte? Ja, also ich würde nicht formulieren, dass diese Informationsbeschaffung falsch ist. Wir leben ja in einer Gesellschaft, in der sich jeder aus den frei zugänglichen Quellen informieren kann. Und das ist ja auch ein sehr hohes Gut. Ich denke aber, Sie haben in der Weise recht, dass es immer mehr Möglichkeiten gibt für Leute, die eine bestimmte Haltung haben, Gleichgesinnte in den sozialen Medien zu finden. Und dann hält man sich oft nur noch in Kreisen auf, in denen die gleiche Meinung herrscht. Und man lässt sich nicht mehr irritieren durch andere Meinungen. Sind diese ganzen Probleme mit den Falschmeldungen gezielt und alles quasi eine Folge der Digitalisierung? Oder war das vorher auch schon so ein großes Thema, als noch analoge Medien wie Zeitungen der Platzhirsch waren? Also Falschmeldungen gab es immer und Versuche über Falschmeldungen auch Interessen zu vertreten, hat es auch schon vor der Digitalisierung gegeben, aber mit der Digitalisierung haben sich die Dimensionen verändert. Deshalb kann man schon, glaube ich, sagen, dass die Effekte, die negativen Effekte, die damit verbunden sind, heute stärker sichtbar sind, als das in den Jahren vor der Digitalisierung der Fall war. Ich denke, durch Aufklärung, auch durch eine darauf ausgerichtete Medienberichterstattung, dadurch, dass man das immer wieder thematisiert, kann man schon viel tun, um diesem, sagen wir mal, Gespenst der Fake News irgendwie, um das einzuhegen. Und so die jüngeren Daten etwa, die zu Vertrauen in Medien vorliegen, geben auch eher Anlass zu Optimismus denn zu Pessimismus. Also es ist nicht so, dass das Vertrauen jetzt rasant in den Keller geht und wir uns zu große Sorgen machen sollten. Nachdem wir jetzt gelernt haben, was die modernen Fake News eigentlich sind und nachdem wir mit Bernd Blöbaum darüber geredet haben, was Fake News eigentlich in unserer Gesellschaft anrichten können und wie es in der Gesellschaft so angenommen wird und das Vertrauen zur Presse derzeit ist, beschäftigen wir uns jetzt nun ein bisschen mal mehr mit dem Thema, wie wir Fake News eigentlich genauer erkennen. Ich bin bei meiner Recherche auf diese Seite hier gestoßen über Facebook und habe dort einen Artikel gelesen und der kam mir schon von Anfang an nicht ganz koscher vor. Deswegen untersuchen wir jetzt mal gemeinsam, was die Seite hier ausmacht und woran man vielleicht erkennen kann, dass sie Fake News verbreiten. Zum einen können wir hier sehen, es ist massig Werbung auf der Seite vorhanden. Das ist schon mal ein Indikator dafür, dass hier vielleicht nicht unbedingt nur die Nachrichten im Vordergrund stehen. Zudem kann man, wenn man ganz unten auf die Webseite geht, sehen, dass die Webseite mit WordPress erstellt wurde. Des Weiteren können wir sehen, dass die meisten Artikel relativ schlecht gefotoshoppte Bilder haben. Zudem werden gerne Artikelüberschriften in Caps Lock, also in Großschrift, geschrieben, was auch kein seriöser Nachrichtenbetreiber tun würde. Ich würde jetzt mal vorschlagen, dass wir uns einfach mal einen dieser Artikel genauer angucken. Dann nehmen wir beispielsweise mal den hier. Dieser hat 4200 Aufrufe. Das ist für diese Seite im Verhältnis schon ziemlich viel. Was uns hier bei einem Artikel direkt auffällt, ist, dass er 33.900 Mal geteilt wurde. In dem Artikel geht es um ein Mädchen aus Kentucky, was von einem illegalen Einwanderer entführt worden sein soll. Es wird hier in dem Artikel vor allem immer wieder mal die Tatsache hervorgehoben, dass es sich hier um illegale Einwanderer handelt und dass der Junge, der sie das Mädchen entführt hat, sie als Sexsklavin missbraucht haben soll. Zudem wird behauptet, dass auch das Mädchen eine illegale Einwanderin ist. Das alles ist wieder mal sehr reißerisch aufgetan und wirkt nicht unbedingt sehr seriös. Zudem fällt mir direkt auf, dass man hier beispielsweise von der Seite vorgeschlagene Artikel bekommt, von denen man eigentlich vermuten würde, dass es sich um Artikel von der Webseite selbst handelt. Das ist allerdings nicht der Fall, denn man wird hier, wenn man draufklicken würde, auf andere Seiten verlinkt. Und zum anderen empfiehlt einem die Seite oder legt es einem die Seite ans Herz, gleich dreimal das Ganze auf Facebook oder Twitter zu teilen bzw. zu kommentieren.
Was wir beim Artikel aber auch beobachten können, dass beispielsweise viele Quellen benutzt wurden. Es wurde ein Twitter-Post von einem Reporter hinzugefügt, der Bilder aus der Nachbarschaft gepostet hat, wo das Mädchen gefunden wurde. Und es wurde ein YouTube-Video in die Website eingebettet von einem Fernsehsender, der anscheinend einen Beitrag über das Ganze gemacht hat. Und zudem sehen wir, dass hier unten die Seite Breitbart anscheinend zitiert wird. So, wir haben jetzt hier den Artikel von Breitbart und schon nach kurzem Überfliegen fällt mir eigentlich auf, dass es genau derselbe Artikel ist, den wir zuvor hatten. Es ist wieder einmal die gleichen Bilder von dem Reporter auf Twitter. Zudem muss dazu erwähnt werden, dass Breitbart eine Seite ist, die bekanntermaßen ziemlich rechtsradikale Sachen veröffentlicht. Ich hatte ja auf dem Weg zu Professor Bernd Blöbaum erklärt, dass die Fake-News-Seiten in der Regel ihre Artikel nicht selbst schreiben. Und das möchte ich hier jetzt mal überprüfen, indem wir einfach mal einen Satz aus dem Artikel bei Google in die Suche hauen und gucken, was dabei rauskommt. Und wir sehen direkt, dass der Artikel mit dem exakt denselben Wortlaut auf verschiedenen Webseiten veröffentlicht wurde. Also was genau ist an der Geschichte eigentlich dran? Stimmt es wirklich genauso, wie die Seiten es schreiben? Hier haben wir ein Ergebnis über Suspect Arrested After Missing Kentucky Teen Found in Home. Hier sehen wir die Seite US News und sie scheinen im ersten Moment über dasselbe zu berichten und sie beziehen sich dabei auf die Quelle AP, das ist quasi Associated Press. Das ist in Amerika eine Presseagentur, es ist beispielsweise das amerikanische Äquivalent zu DPA. Hier sehen wir jetzt den Artikel der Associated Press und es fällt auf, dass hier lediglich gesagt wird, dass das Mädchen verschwunden sei und in einem Haus gefunden wurde. Es wird auf der Seite, also in dem Ursprungsartikel, nichts über einen illegalen Einwanderer gesagt, weder dass der Entführer ein illegaler Einwanderer gewesen wäre, noch das Mädchen eine illegale Einwanderin. Zudem wird auch nichts von einer Sexsklavin gesagt. Es wird lediglich am Ende nochmal behauptet, dass, nicht behauptet, es wird gesagt, dass der Kidnapper zur Freiheitsstrafe für Kidnapping und eben für sexuelle Belästigung verurteilt wurde. Abschließend können wir also sagen, dass der Artikel zwar einer wahren Geschichte zugrunde liegt, allerdings viele Fakten dazu erfunden wurden, um eine doch sehr rechte Meinung zu vertreten. Also halte ich mich in Zukunft wohl lieber von der Seite fern und versuche auch nicht mehr meine Nachrichten über Facebook zu beziehen. Ich werde mich wohl in Zukunft nur noch auf etablierte Medien verlassen und mehrere Quellen hinzuziehen. Sollte mir doch mal etwas Spanisch vorkommen, gibt es Seiten wie beispielsweise Mimikama, Faktenfinder oder Politifact, die man hinzuziehen kann, um Fakten zu überprüfen und Artikel auf ihre Richtigkeit zu prüfen.